Angaben des Busfahrers ist es also wie folgt gewesen, dass er mit dem Linienbus von Bremen in Richtung Otterstedt unterwegs gewesen sei. In der Ortschaft Bassen habe er dann in der Ortsdurchfahrt, sprich Landesstraße 168, festgestellt, dass ein starker Leistungsabfall stattfand. Der Bus fuhr nicht mehr so, wie es ursprünglich war. Er hat dann in den Rückspiegel der Fahrerseite geschaut und festgestellt, dass aus dem Motorraum der Fahrerseite im rückwärtigen Bereich des Busses Flammen schlugen. Er hat den Bus sofort abgestoppt und auch verlassen mit eigenen an Bord befindlichen Löschmitteln, sprich Feuerlöscher und auch Feuerlöscher von weiteren Verkehrsteilnehmern, konnte zunächst einmal die äußerlich sichtbare Flamme abgelöscht werden. Letztendlich wurde durch Kräfte der Ortsfeuerwehr Bassen das Feuer gelöscht. Gott sei Dank befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalles keine Fahrgäste im Bus. Im Bus selbst ist es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Nach Angaben eines Fachmannes vor Ort scheint es so zu sein, dass der Wärmetauscher, also das Abgassystem des Busses im Motorraum, sich überhitzt hat und dadurch die Isolierung des Busses, also des Motorraums, in Brand gesetzt hat. Wie gesagt, das konnte abgelöscht werden, es sind keine Personen verletzt und es entstand lediglich, Gott sei Dank, Sachschaden.